herzlich willkommen zum, ja, ich sag mal, zum Kindergeburtstag, zum fünften Geburtstag des Insider-Treffs. 5 Jahre Insider-Treff, ich denke, eine ganz besondere Erfolgsgeschichte für unseren Landkreis Görlitz. Erfolgsgarantie für diese gute Kooperation in den zurückliegenden Jahren sind die IHK, die HWK, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die Sparkasse, die Entwicklungsgesellschaft des Landkreises, die ENO und natürlich die Vertreter der Unternehmen aus unserer Region und die Vertreter der Bildungseinrichtungen. Ich wünsche der Veranstaltung heute natürlich wieder einen guten Verlauf und dass wir vielleicht ja den Zuschauerschnitt mit den 8000 auch gut halten und alle, wir uns dann wieder treffen, sagen, es hat einen Sinn. Was mich besonders gefreut hat, wenn Sie in die Halle hineinkommen, hier ist fast alles, was in Kodersdorf produziert, vertreten. Also Unternehmen, die gerade erst angefangen haben oder im Wachstum sind, suchen hier nach Nachwuchs, suchen hier nach personeller Verstärkung. Und ich denke mal, das ist ein für mich wichtiges Zeichen, dass man in dieser Region auf Zukunft setzt. Ich glaube, Formate wie dieses helfen dem Landkreis Görlitz immens unter dem Aspekt der Zukunftsplanung. Ich betrachte den Arbeitsmarkt immer aus einer recht eingeschränkten Perspektive, nämlich der des Jobcenters. Und ich glaube, dass wir einen so hohen Erfolg bei der Reduktion von Jugendarbeitslosigkeit nur hatten durch Formate wie dieses. Es ist uns gelungen, im letzten Jahr die Jugendarbeitslosigkeit auch um weitere 10% zu senken. Wir sind jetzt im mittleren einstelligen Bereich und ich denke, wir werden weiterhin diesen Weg gehen und durch Formate wie ein Insight und auch andere Sachen wird uns das, denke ich, ganz gut gelingen, dass wir irgendwann mal in Richtung Nullmarke kommen. Wir arbeiten ja an unserer Zukunft, beziehungsweise an der Zukunft der jungen Menschen mit der Kernidee, dass wir möglichst viele davon überzeugen, hier zu bleiben. Und nicht im Sinne des Überredens, sondern dass wir zeigen und sagen können, es lohnt sich hier zu bleiben. Wir haben attraktive Arbeitgeber und Ausbildungsplätze. Wir haben 700 freie Ausbildungsstellen aus dem Landkreis mitgebracht, die quasi heute noch besetzt werden können. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass so eine Messe wie der Insider-Treff den Fokus gerade auf diese beruflichen Perspektiven legt. Und so geht es halt nicht nur darum, dass die Unternehmen ihren Berufsnachwuchs bekommen und dadurch halt auch mittel- und langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern dass auch ja, in einer Art Partnerbörse die Jugendlichen das für sie passende Jobangebot bekommen, das passende Ausbildungsangebot und dass sie halt dadurch inspiriert, animiert werden und überhaupt erstmal, dass es ermöglicht wird, dass sie ihren Lebensmittelpunkt weiterhin hier bei uns in der Region in der Oberlausitz haben.